Guten Morgen, meine lieben Frischluftfreundinnen und Frischluftfreunde. Es ist der 26. August und der dritte Tag meiner Radreise. Die Nacht hier im Camping Hainchen bei Overath war sehr angenehm. Außer heute Morgen ein paar Flugzeuge, ich weiß nicht, ob die von Köln rüberkamen, die da gestartet sind und gelandet sind, keine Ahnung. Es ist jetzt, wie viel Uhr haben wir? 7:30 und ungefähr 10 Grad. Das ist aber mit Jacke kein Problem. Ich möchte jetzt noch gleich in Overath ein bisschen was einkaufen und vor allen Dingen um 9 Uhr macht der Campingberger auf. In Overath, da brauche ich ja diese Gaskartuschen, zwei. Ich habe ja die falschen mitgenommen. Ja, das gibt es heute Morgen noch zu erledigen und in Overath und dann geht's wieder auf die Strecke Richtung Köln. Wir fahren durch die über den Rhein, durch die Südstadt von Köln, dann nach Pullach, ne? Und dann nach Grevenbruch. Da habe ich dann ein Hotel. Das sind 69 Kilometer. Ne, ich muss jetzt mal gucken. Pullach ist doch in München. Pullach ist doch in München, wo der Geheimdienst war. Jetzt gucke ich mal eben. Ich glaube Pullheim, ne? Halt, ich hab's gleich. Ja, Komoot wird es mir gleich sagen. Pullheim natürlich. Pullach ist in München. Ja, dann fahre ich mal gleich los. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Jetzt müssen wir uns von der Acker verabschieden. Da hinten ist der Campingplatz. Links sieht man vielleicht so ein bisschen. Ja, wir fahren jetzt Richtung Overath. Und gucken mal beim Berger. Obwohl, von der Acker verabschieden bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Kann auch sein, dass er uns doch noch ein Stück begleitet. Mal gucken. Ja, dann geht's jetzt einkaufen und zum Campingberger hier lang. So, jetzt geht's endlich los. Jetzt haben wir, glaube ich, schon kurz nach 9, bis ich jetzt hier alles erledigt habe. Einkaufen. Jetzt war ich gerade hier im Industriegebiet bei dem Fritz Berger, habe zwei Gaskartuschen gekriegt. Ja, und jetzt geht's wieder rein nach Overath und dann Richtung Köln. Jetzt war ich gerade hier hinter Overath. Schon wieder die übliche Steigung am frühen Morgen. Zieht sich. Jetzt sind wir bei 6%, aber lässt sich gut fahren. Aber es zieht sich da oben, wo die Sonne scheint, ganz da oben. Da bin ich dann auf dem höchsten Punkt der heutigen Tour. Oh, und dann müsste es eigentlich nur noch Richtung Köln geradeaus oder runter gehen. Lassen wir uns mal überraschen. Den ersten Hickel haben wir gesehen, es kommt doch noch eine Zacke. Aber das ist nicht weiter tragisch. Jetzt sind wir hier hinter Heiligenstadt. Gefahren bin ich jetzt, ich weiß es gar nicht, kann ich jetzt leider nicht gucken. Es ist wieder super blauer Himmel, herrliches Radelwetter, nicht zu heiß. Ja, da über die Hügel da hinten müssen wir noch rüber und dann denke ich, haben wir es für heute. Ups, den Anstieg. Ich muss euch mal weglegen. So, das wäre jetzt eine Abfahrt mit 10-12%. Da konnte ich die Kamera nicht mehr gebrauchen. Und jetzt geht es hier weiter lang. Links weg, unter der A4 lang, kurz. Und dann wieder hoch. Zu unserem letzten Anstieg für heute. Ja, macht wieder Spaß. Uiuiui, von wegen, das schaffen wir auch noch. Das waren jetzt 10%. Echte krasse Steigung da durch den Ort hoch. Und jetzt bin ich hier oben auf einer Höhe. Oh.
Ja, jetzt geht es hier anscheinend noch mal ein bisschen runter. Und dann denke ich noch mal immer ein bisschen hoch. Aber dann werden wir es echt haben erstmal. Also, um euch noch mal die nächstgrößere Stadt zu sagen. Da kommen wir jetzt nach Bergisch Gladbach. Das liegt aber ein bisschen am Rand. Fahren wir nicht durch, aber das ist so ein paar Kilometer die Höhe von Bergisch Gladbach, wo wir uns befinden. Kann es euch ja mal auf der Karte zeigen. Ach nee, das geht nicht. Das geht jetzt nicht. Ja, genau, gefahren bin ich jetzt 12 Kilometer erst. Kommt mir vor wie 30. Jetzt verbleiben dann noch 60. So, jetzt gucke ich mal, was die nächste Steigung bringt. Oh je, was kommt denn jetzt noch? Ja, geschafft nach einem kurzen Spitzenanstieg. Ach, die 10% sind wir jetzt hier auf der Höhe. Sind wir jetzt in so einem Forst. Entschuldigung, dass ich so schnaufe, aber ach, jetzt hängt wieder was zwischen Frontgepäckträger und Reifen. Dann schnurrt das immer so. Aber das muss ich gleich anhalten und dann geht das wieder weg. Hier ist jetzt mal ein Schild, ganz gut zu sehen auch vor allen Dingen. Overath unter Eschbach kommen wir her, Bergisch Gladbach noch 9 Kilometer. Da fahren wir dran vorbei, Binsberg 4,3. So, und da in dem Hütchen mache ich jetzt eine Pause. Jo. Pause endet. Wir fahren jetzt durch den Königsforst. Ich habe das recherchiert. Das sind jetzt auch ein paar Kilometer. Hier immer schön durch den Wald und keine Anstiege mehr. Eigentlich eher runter immer. Bin ich gespannt. Ja, und dann fahren wir knapp vorbei, gleich in 8 Kilometern eben am Bergisch Gladbach. Und dann weiter Richtung Köln. An der Südstadt durch irgendwie, habe ich geguckt. Erst über den Rhein und dann an der Südstadt vorbei. Aber da sind wir noch nicht. Jetzt sind wir erstmal hier im Königsforst. Ganz schön hier. Jetzt geht's immer runter. Man gleitet förmlich dahin. Eine sanfte Abfahrt. Toll, hier im Königsforst. Hier ist Overath. Da bin ich heute Morgen gestartet. Genau, hier hoch. Boah, hier war es richtig steil. Noch immer hier, bis hier war es steil. Immer wieder anstiegen. Und hier auch noch mal. Aber jetzt fahren wir schon die ganze Zeit. Hier, das ist der Königsforst. Und jetzt geht es nur noch runter. Hier die 39, 18, genau. Dann ist hier Köln-Rath. Dann fahren wir hier weiter lang. Und dann fahre ich meine hier über die Brücke. Und dann, da hat auch keinen Namen, ne?
Nee. Also hier über die Brücke, über den Rhein und dann hier den Südring. Hier dann weiter nach Pulheim. Ja. Genau, Radregion Rheinland ist das. Sind wir rein? Entschuldigung, jetzt sind wir raus aus dem Forst. Jetzt fahren wir wieder an so einer Bundesstraße lang. Da stand jetzt Bergisch Gladbach. 8 Kilometer. Aber stand das doch vorhin schon? Naja, wir werden das dann sehen. Das müsste dann, wenn rechts von uns liegen, Bergisch Gladbach. Kommen wir aber sowieso nicht durch. Jetzt ist Schluss mit der Forstromantik. Jetzt sind wir schon in den Außenbezirken von der Stadt Köln. Stadtteil Rathheumer. Ja, jetzt geht es die ganze Zeit natürlich durch Stadtgebiet von Köln und gleich noch über den Rhein. Das ist die A3. Da fahren wir jetzt rüber und dann in diese Richtung. Also ich werde jetzt hier bei der Köln-Durchfahrt nicht viel filmen durch die Stadt. Nicht, dass da was passiert, dann kommt Polizei und ich habe da rumgefilmt. Das ist mir zu heikel, weil da sind jetzt doch so ein paar Sachen passiert mal und Polizei. Dann mit Videoaufnahmen und so fand das gar nicht toll. Da gab es jetzt, glaube ich, sogar auch eine Anzeige. Ja, muss Strafe bezahlen. Ja, also ich werde jetzt mal den Rhein, okay, wenn ich gleich da Gelegenheit habe, die Überfahrt zu filmen, so ein bisschen. Aber ansonsten lasse ich es jetzt mit der Filmerei. Dann sehen wir uns später wieder. Kann ich mich doch noch mal melden? Wir sind jetzt hier auf dem Radweg. Köln Zentrum, 6,5 Kilometer. So ungefähr die Richtung müssen wir. Und ich muss sagen, das haben sie also bis jetzt echt gut. Viele Radwege. Wie gesagt, aber wir sind ja noch nicht über dem Rhein Richtung, also über den Rhein rüber, ne? Aber bis jetzt geht schon gut. Ja, und als ich gerade gesagt hatte, dass ich jetzt nicht filme, da bin ich ungefähr 500 Meter gefahren, kam schon ein Polizeiauto, ein Bulli. Oh, dachte ich, gut, dass du die Kamera nicht draußen hattest. Ja, weiter geht's. Da vorne ist der Rhein. Jetzt bin ich direkt drauf zugefahren. Da hinter den Bäumen, sieht er wahrscheinlich nicht. Wir fahren jetzt zu dieser Rheinbrücke und überqueren den Rhein. Steht hier gerade, wo ich gefilmt habe, ein Schild. Die D7, das ist die Pilgerradroute, Köln Zentrum. Da bin ich ja mit Dietmar dann auch hier lang gefahren. Von Aachen nach Flensburg. Genau, durch Köln sind wir auf jeden Fall. Da werden wir hier lang gefahren sein. Toll. D8 weiß ich jetzt nicht, was das ist. Ja, dann machen wir uns mal auf. Wir müssen jetzt hier in die Richtung, da hinten über die Brücke, über den Rhein. Jetzt fahren wir über die Brücke. Stehen geblieben, um die Aufnahme zu machen. Die Brücke wackelt ganz schön. Eigentlich nichts für mich, aber gut, ich muss jetzt hier rüber. Ich werde es irgendwie überleben.
So, jetzt hat die Brücke auch einen Namen, das ist die Rodenkirchener Brücke. Ich habe gerade eine Kölnerin gefragt. Da sind wir jetzt rübergefahren. Ich habe da echt ein bisschen Schiss immer, ne? Das ist nicht so meins. Wenn das dann noch so wackelt. Ja, jetzt sind wir da von da drüben gekommen, wo das Hochhaus ist. Und fahren jetzt hier weiter Richtung Dom. Dann sieht man da hinten so ein bisschen. Und dann durch die Südstadt nach Grevenbruch. Wie gesagt, hier werde ich jetzt wieder nicht viel filmen, ne? Sind da weg vom Rheinufer. Jetzt fahren wir südlich unterhalb von Köln weiter. Jetzt fahren wir hier noch an der Uni in Köln lang. Hier ist die Mensa. Da muss ich mal gucken, wo ich hier lang muss. Hier oben und dann da wieder rechts. Genau. Bis jetzt komme ich ganz gut zurecht hier mit Navi. Man muss nur langsam machen. So. Und zack. Jawohl. Das ist jetzt alles Unigelände. Von wegen. Nach der Uni habe ich es dann. Nee, nö. Ich fahre jetzt hier noch ganz munter durch Köln. Macht aber Spaß. Kann man gut fahren. Man muss nur langsam machen und immer schön aufs Navi gucken. So. Welcher Stadtteil das hier ist, weiß ich jetzt nicht. Jetzt habe ich mal wieder eine Bewohnerin gefragt. Wir sind hier in Ehrenfeld, Köln-Ehrenfeld. In dem Stadtteil kurven wir jetzt noch rum, westlich von Köln. Sie sagte, ja, es passt wunderbar nach Grevenbroich. Jetzt bin ich hier genau richtig. Das habe ich mir schon gedacht. Ja, fahren wir mal weiter. Jetzt muss ich die Kamera wieder wegmachen. Jetzt bin ich raus aus Köln. Jetzt bin ich aber auch wirklich raus. Jetzt fahren wir Richtung Pullheim. Ich zeige euch mal die Straße. Also das ist ja jetzt hier. Und jetzt kommt auch keine wilde Stadt mehr. Aber hat trotzdem Spaß gemacht durch Köln. Ist mal was anderes. Ist ja interessant, finde ich. Und mit dem Navi, mit so einem Navi ist das ja jetzt auch echt nicht so tragisch. Ne? Kriegt man ganz gut hin. Ja, weiter geht's. Ja, jetzt stehe ich wieder an Nattermannallee gesperrt. Aber ich glaube, ich kann da durchschieben. Also nebenher schieben. Das müsste gehen. Da oben steht jetzt auch ein Schild, Pullheim 5,1 Kilometer. Werde ich mich doch jetzt nicht hier aufhalten lassen. Also schieb jetzt mal hier ganz lässig dran vorbei. Ja, alles gut. Da vorne ist schon wieder Schluss. Dann geht es schon wieder nochmal weiter. Waren jetzt nur ein paar Meter. Ich hasse ja schieben. Das Ding ist immer so schwer zu schieben. So, und gut ist die Schieberei. So, da seht ihr jetzt das große Schild, die B59 Grevenbroich, Pullheim. Da geht's für uns lang. Wahrscheinlich jetzt immer an dieser Bundesstraße lang, oder? Ja, lassen wir uns überraschen. Es sind jetzt noch 23 Kilometer. Ja, das kann ich euch zurzeit bieten. Ein Radweg hier an der Bundesstraße lang. Aber nicht mehr da oben, diese Autobahnzubringer, diese B64. Ich glaube, da sind wir jetzt von weg, oder? Ja, auf jeden Fall ist es hier dann doch ruhiger.
jetzt fahren wir durch Gewerbegebiet. Und dann müsste es nächstes dann Pullheim kommen. Guck mal, ob das zur Justizvollzugsanstalten-Hinweis kommt. Ist doch in Pullheim. So, das erste Fahrradschild, offizielle nach Grevenbruch. 21 Kilometer Pullheim, nur noch 1,5. Hier geht's weiter. Immer geradeaus. So, jetzt fahren wir mal ganz gemütlich durch Pullheim. Das ist, glaube ich, die Einkaufsstraße. Da dürfen wir aber durch. Ein paar Aufnahmen mal eben machen. So, weiter geradeaus. Jetzt haben wir es noch 16 Kilometer bis Grevenbruch, Bruch, was weiß ich. Jetzt war ich in Pullheim noch mal eben. Schönen Eisbecher essen. Das Café lag so günstig, dass ich das Rad gut sehen konnte und alles, und mich gar nicht abschließen. Das ist immer toll. Ja, jetzt geht es immer weiter hier. Geradeaus, wie gehabt. Gibt sonst nicht groß was zu sehen hier. So, jetzt ist mal hier wieder ein schönes Fahrradschild. Grevenbruch 14 Kilometer. Wir kommen jetzt aus Köln 20. Pullheim 5,8. Das ist jetzt hier die Herztour Pullheim. Ja. Und so sieht es jetzt hier aus. Dahin sind Kraftwerke. Windräder. Aber es lässt sich gut hier lang fahren. Ist nicht so viel Verkehr wie schon mal heute. Jetzt sind wir in Grevenbroich. Ach, jetzt haben wir nur noch 900 Meter bis zum Hotel. Ja, es war jetzt die letzten Kilometer recht dröge, wieder an der B56 vorbei. Also da gab es jetzt nichts mehr groß zu filmen. Jetzt gucken wir gleich mal, wie das Hotel ist. Das La Plaza heißt das. Mal gucken. Ja, hier in Grevenbroich im West Western La Plaza lässt sich doch wohl wunderbar aushalten. Für heute Nacht. Sehr schön. Jetzt sitze ich hier schön in dem Ohrensessel, habe eine knallrote Bülze. Es steht zwar 20 Grad draußen, aber jetzt war es doch wärmer unter der Fahrt. Ja, es sind jetzt dann 72 Kilometer geworden. Ich bin ja in Overath. Ein paar Mal habe ich mich da verfranst zu diesem Camping Fritzberger. Ja, anfangs war es ganz schön, da durch den Forst und so. Aber jetzt so die letzten, hinter Köln da, ne, da wurde es ein bisschen dröge. Da sind wir fast nur die B56 dann auch gefahren, Richtung Grevenbruch. Aber trotzdem, es gehört einfach auch dann mal dazu. Ja, und jetzt werde ich mich erholen, ein bisschen duschen, fertig machen. Und dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr mich heute wieder begleitet habt. Und morgen beginnt dann der nächste Radeltag. Ich glaube, da geht es schon nach Holland rein. Muss ich mal nochmal bei Komoot gucken auf die Tourenplanung. Also, tschüss und winke, winke.